Junger Mann, Sie sind der Spion. Ich habe Sie gefunden. Duell, los! Hi Lucian, willkommen zu einer neuen Runde Mounted Blade 2 Banner Lord. Mal schauen, was die YouTube-Untertitel diesmal draus machen. Die letzten Male hatte ich so ein paar Mal die Penner Lords. Ja, immer wunderbar. So, wir sind gerade unterwegs, unsere Städte hier wieder ein bisschen zu versorgen. Das machen wir auf jeden Fall. Dann schauen wir auch mal gleich in die Garnison nochmal rein, was da so los ist. Und es hat sich ein klein wenig was bei den Mods geändert. Ich musste nämlich jetzt die Surrender-Tweaks rausnehmen. Da gab es irgendwie ein bisschen Stress. Mir ist das Spiel des Öfteren jetzt gecrashed. Damit, ich hoffe, auf einen baldigen Fix. Schauen wir mal. Ansonsten geht es aber auch ohne Surrender-Tweaks. Ist eine ganz nette Mod, muss ich sagen. Aber, naja. Was willst du machen, wenn es nicht geht? Geht's halt nicht, ne? Gut, schauen wir nach Zeonon mal. Da ist auch ein kleines Turnierchen. Ich muss mich übrigens im Vorfeld entschuldigen, falls ich heute ein bisschen komisch klinge oder einfach mal gar nichts sage. Ich bin doch immer ein bisschen angeschlagen, war die ganze Woche jetzt krank. Aber ja, YouTube schläft nicht, ne? Und so ein bisschen zocken geht immer. Wenn auch vielleicht nicht so aktiv kommentierend, wie man das sonst macht. Jetzt muss ich mal gucken, warum ist hier Miliz ausbilden drinnen? Das macht ja... Hab ich das eingestellt oder was das du, lieber Endri? Du kleiner Schlingel. Mach mal hier Wohlstand rein. Schauen wir mal. Wohlstand klingt gut. So, dann gehen wir mal zur Arena. Gezahntes, gespitztes Ritterschwert, das klingt gut. Was habt ihr eigentlich so eingestellt bei euren Städten? Habt ihr auch immer Loyalität oder... Oder nehmt ihr manchmal auch Wohlstand und so? Ich bin mir da immer nicht so sicher. Ich habe bislang immer die Loyalität drin. Probleme mit Rebellionen zu vermeiden. Oh, der hat gesessen, du. Holy. Holy moly, der hat gesessen. Alter, der ist so wütend. Schau dir den Mann an. Der ist richtig sauer jetzt. Der ist rot wie eine Tomate. Oh. Oh. Jawohl. Das hat ja schon mal gut geklappt. Schauen wir mal, kommt Endri auch weiter? Ja, natürlich kommt Endri weiter. Er gehört auch zu meiner Family. Oh weh. Das ist gar nicht gut, du. Ich kämpfe so ungern mit den Dingern. Komm, hau halt zu. Puh. Hat geklappt. Ah, Endri, was ist da los? Ich bin enttäuscht. Mein lieber Herr Endri. Sehr, sehr enttäuscht. So, Gerution. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Der vlandianische Schwertkämpfer hat hier ein hervorragendes Ablenkungsmanöver gestartet. Das muss man ihm lassen. Ich finde es ein bisschen schade, dass unsere Custom-Soldaten nicht in den Turnieren auftauchen. Zumindest bislang nicht. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Oh, der hat richtig gesessen. Ist aber noch nicht rot, der Mann. Dafür ist unser Pferd umso röter. Oh, schön. Sehr gut. Wunderbar. Na, das lief doch gut. Ich speichere jetzt sicherheitshalber mal ganz kurz ab. Weil man weiß nie, ob es nicht wieder crasht. Letztes Mal ist es nach dem Turnier, das ich natürlich auch gewonnen habe. Ist ja logisch, ne? Also ist ja klar. Da gibt es ja gar keine zwei Meinungen. Ist es auch gecrasht.
Und ich hoffe, dass das diesmal... Oh, hier hätten wir Ritterlichkeit machen können. Naja, egal. Macht jetzt nichts. Selbstverständlich habe ich das Turnier jetzt schon zweimal gewonnen, ne? Ist ja klar. Hust. Aber es scheint jetzt wieder alles zu funktionieren. Wir kommen sicher nach Karbansit. Das ist ja wunderbar. Sehr schön. Oh, jetzt hätten wir doch die Ritterlichkeit gebrauchen können, ne? In Karbansit gibt es auch ein Turnierchen. Na gut. Wollen wir mal nicht so sein. Machen wir trotzdem, auch ohne Ritterlichkeit. Oh. Oh. Au. Gut, dass wir keine Ritterlichkeit anhatten. Oh, gut, dass wir uns diese Quest gespart haben. Oh nein, ein Crash, ich muss neu laden. Scherz. Nein, alles gut. Mach doch nix. So, hier werden Obstgärten gebaut. Dann gebe ich mal noch einen Marktplatz hier in Auftrag. Auch hier schauen wir nochmal ganz kurz in die Garnison rein. Ja, aber das sieht alles ganz gut aus, würde ich sagen. Auch wenn hier 20 Karawanenwachen-Veteranen drin sind, die... Ah, nee. Die sparen wir uns. Die nehmen wir mit. Und dafür hauen wir hier ein paar Plänkler raus. Ein paar Plänkler. Und, den hochgeborenen Jüngling, den behalte ich mal. Wir haben gar nicht so viel, was wir hergeben können, ne? Das sind alles so tolle Einheiten. Hier die Clankrieger. Varäger hauen wir raus. Die Jungs hier. Die können wir uns alle sparen. Hier raus. Aber ansonsten... Unsere plünderianischen Einheiten will ich einfach nicht loswerden. Die sind zu cool. So. Ja, hier die Eidgeschworenen und so des Zeugs. Ah, die behalten wir uns jetzt. Komm. So. Gut, dann schauen wir mal, was so an Quests noch da ist, was wir machen können. Auf jeden Fall ist der Fellpreis gerade sehr stabil. Das heißt, wir gehen auch wieder ein bisschen einkaufen und ein bisschen verkaufen. Und dann schauen wir mal, was sich kriegsmäßig demnächst ergibt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen sehr viel Angst. Ich möchte noch mal ganz kurz gucken. Wir können immer noch nicht, ne? Also, nee, die sind nicht interessiert. Wir brauchen einen 100er Score. Aber das nördliche Imperium, ich weiß nicht, ob die unseren Expansionism doof finden oder ob die selbst Expansionism betreiben möchten, das weiß ich nicht. Wir könnten einen Pakt mit den Aserei schließen, aber komm, ganz ehrlich, natürlich wollen die einen Pakt mit uns, so viel wie wir dem bezahlen. Sehr schön wäre ein Pakt mit Flandia. Also Non-Aggression Pact. Aber die haben auch Probleme mit uns, mit Expansionism. Und sie finden das nicht geil, dass wir mit dem südlichen Imperium per Du sind. Vielleicht sollten wir uns bei Derti ein bisschen einschleimen. Derti! Warte mal, ganz kurz. Ich wollte mal schnell schauen, mit wem sind die so im Krieg. Also, das nördliche Imperium ist im Krieg mit den Crusades. Die sind beschäftigt gerade. Das ist gut. Vlandia allerdings ist gar nicht beschäftigt. Das heißt, Derti! Derti, sag mal, wo bist du gerade so unterwegs? Kann man dich mal... Kann man nicht mal ganz freundlich sprechen? Wo bist du gerade? Ah, gefangen. Nee, in Garland. In Garland ist er unterwegs, der Bub. Garland ist da unten. Schauen wir mal. Vielleicht hat er ja irgendeine tolle Quest für uns. Ich habe so gar keinen Bock, gegen Vlandia in den Krieg zu ziehen. Das ist keine gute Idee, glaube ich.
Oh ja, Glyphenkampf. Sehr gut, da habe ich Lust. Der hat mir gut eingeheizt. So, zusammen mit dem Fuhrenhart. Ich darf ein bisschen schießen. Oh Gott. Hupsi pupsi. Hupsi. Mensch. Das ist aber auch alles mit dem Wind und so, wisst ihr, das ist gar nicht so einfach. Ich sag's euch. Kann ich davon nochmal eine Wiederholung haben? Der schien mir doch ein bisschen weit zu fliegen gerade. So, Fuhrenhart, komm. Machen wir es untereinander aus, wir zwei. Ja, oh, gut. Tomund. Ach Gott. Ich hätte jetzt kein Geld gewettet, wenn ich gewusst hätte, was kommt, aber... Na gut. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse diese Waffe. Ich mag die nicht. Die ist uncool. Hey, Pravent! So, jetzt eine Kriegserklärung. Das wäre lustig, du. Gut, let's go. Wir hätten uns vielleicht mal absprechen sollen. Wäre eine Idee gewesen, ne? Warum ist denn die Frau hier so klein? Ist ja winzig. Sag mal, wo kommst du denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Warum bist du denn so klein? Halt dein Maul, du dummes Schwein. Ja, macht das mal unter euch aus. Ihr macht das super. Prima. Ich bin stolz auf euch. Also wir sind auf jeden Fall weiter, egal was jetzt passiert. Das ist spitze. Kann gar nichts mehr schief gehen. Außer ich muss nochmal hart husten, so wie gerade eben. Dann ist doof. So. Gut, nächste Runde. Oh Gott. Oh Gott. Hahaha, nice. Sehr gut. Das, ich würde sagen, das haben wir noch gerade so. Achso, das ist gar kein Schild. Das sah aus wie ein Schild, ich schwör's. Dengul der Irre. So. Oh.
Jawoll. Schönes Ding. Schönes Tennis. Liebevoll beendet. Oh, ich treffe halt wieder mal gar nichts, ne? Au. Yes. Passt. Wunderbar. Und natürlich, wie soll's auch anders sein? Oh, da haben wir beide nichts getroffen, ne? Jawohl. Good game, GG. Alternativ geht gut. So. Die verkaufen wir gleich wieder. Oliven. Gehen für gutes Geld weg. Ah, sage ich nicht nein. Sodale, okay. Was gibt's hier für eine Quest? Was können wir denn für... Kunst des Handels, Oh nein! Der Nicht-Angriffspakt zwischen Kusaid und Plunderia ist vorbei. Oh. Ja, ich glaube, die werden uns jetzt auch einen Krieg erklären. Ganz gefährlich, die Kusaid. Wir beschießen uns dann aus der Ferne. Ist ein Scharfschützenkrieg. So, Garland. Dirty, bist du da? Dirty, hey. Ein Spion soll ich aufspüren, Dirty. Dirty. Hi. Ich grüße dich. Brauchst du Hilfe? Ich habe in Garland ein Turnier ausrufen lassen. Ich erwarte, dass Teilnehmer aus dem ganzen Reich kommen werden. Ich habe allerdings die Vermutung, dass einer der Krieger ein Spion ist. Na, sowas. Jeder Reisende könnte vom Feind gebeten worden sein, die Orte auszuspionieren, die er besucht. Auch ich, Dirty. So, kleiner Huster später. Natürlich, ich habe selbst schon Spione eingesetzt, aber wenn ein Turnierteilnehmer sich für den Zustand der Garnison und der Mauern interessiert, etwas, das für einen gewöhnlichen Reisenden ohne Bedeutung ist. Nun, angesichts dessen und der... Was? Okay, okay, okay. Garland, alles klar. Wir sollen die Bewohner... Ich habe das noch nie gemacht, aber ich mache das für dich. Dirty, für dich tue ich alles. So, müssen wir jetzt... Aha. Okay, Questmarker ist hier. Dann, dann wackeln wir doch mal fröhlich durch Garland, ne? Schönen guten Tag, der Herr. Seid ihr ein Spion? Ah, immer wachsam bleiben. Immer wachsam bleiben. Cool, dass es hier auch Quests gibt. Das ist aber, glaube ich, jetzt eine Quest. Hui, jetzt bin ich jetzt plötzlich schneller geworden? Nee, egal. Auf jeden Fall, cool, dass es jetzt mittlerweile hier auch Quests gibt, dann ist es nicht mehr ganz so doof alles. Chalric der Vogt. Wirkt mir doch sehr verdächtig, der Herr. Da möchte ich mal... Da möchte ich mal schnell nachfragen. Guten Tag, hallo. Selbstbewusster Herausforderer. Kai. Ach, da steht der Kai. Chalric, ich grüße dich. Hallo, moin. Wie geht's, wie steht's, Chalric? Sag mal, hast du den Spion gesehen? Okay, er weiß nichts. Aber cool, dass ich den hier befragen konnte. Das ist schon mal nice. Arena. Hallo, seid ihr Spione? Ich glaube nicht. Gut für euch. Verlies, Platz. Hier ist so rot markiert, keine Ahnung. Hallo, hallo, moin. Na? Alles fit bei euch? Also die Herausforderer sind auf jeden Fall markiert. Und der Volk. Na, dann gehe ich doch mal zum Volk.
Der König begibt sich unters Volk. Oder so. Brun, ich grüße dich. Hi. Sag mal, hast du einen Spion gesehen? Okay, kein Spion. Ah, das war doch nicht der Volk, ne? Der Volk ist da irgendwo. Da ist der Volk. Der Kleine. Hey, Volk! Du bist du zufälligerweise Endris Bruder? Ne, du bist der Volk, okay. So, okay, der weiß auch nicht. Das ist jetzt schlecht, ne? Jetzt stehen wir da. Sollen wir mal in die Taverne gucken, ob da was geht? Ist jetzt zwar nichts markiert, aber hier sind ja nur noch diese Herausforderer. Entschuldigung. Spion gesehen. Irgendwas mit Taverne stand da gerade. Vielleicht schauen wir da tatsächlich mal rein. Hui. Hallo. Ich hab Süßigkeiten. Begegnet Ältere mit Respekt, ihr dreckiger Lump. Ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, aber ich würde sagen, das war verdient. So. Herr Tavernenbetreiber. Frau Markt. Herr Stadtmensch. Hat nichts gesehen. Frau bürgerliche Frau. Okay. Frau bürgerliche Frau. Boah! Mein Schwager sagt, dass er einige Ladungen Wolle nach Jakula angebracht hat, damit 22 Gold. Ach, hör mir doch auf. So viel. Ich habe mitbekommen, wie jemand mit einem Händler über solche Dinge gesprochen hat. Ein Schwert am Gürtel. Ja, das hat ja sonst keiner hier. Aber das hat scheinbar tatsächlich was gebracht. Mit den Händlern hat er gesprochen. Mit den Händlern. Vielleicht doch nochmal. Jetzt kann man nochmal mit dem Volk sprechen, ne? Der König begibt sich nochmalig unters Volk. Habt ihr mich angelogen, Volk? So, Volk, jetzt mal Hupen auf den Tisch, mein Freund. Volk, mir reicht's jetzt. Volk, ist gut jetzt. Verdammt nochmal. Irgendwas mit Händler. Vielleicht der Schmied. Er hat nichts gehört, der Schmied. Quatschen wir jetzt alle Händler einfach an, oder? Nö, auch nicht. Hallo? Die sagen alle dasselbe, die haben das einstudiert, glaube ich. Garantiert haben die das einstudiert. Der hier sieht mir doch sehr verdächtig aus, der Mann. Herr Rüstungsschmied. Herr Waffenschmied. Auch nichts gehört. Herr Stadtmensch. Herr Stadtmensch 2. Bei der Arena. Mittleren Alters noch volles Haar. Bei der Arena. Muss ich jetzt zur Arena laufen, oder was? Nebenstraße. Wo ist denn die Arena? Halle der Fürsten. Übrigens, falls ihr euch fragt, ne? Alt. Sie! Sie! Nein, 49. Jakulan scheint echt wild zu sein. Da war ein Krieger, hatte weder Narben
Mhm. Ich gehe jetzt mal zu diesen Herausforderern dahin. Aber erstmal rede ich nochmal mit dem Vogt. Aber der spuckt nichts aus, der Lümmel. Also ohne Narben. Aber das hilft uns ja alles nichts, ne? Spion hat ein Schwert bei sich. Keine Glatze. Keine sichtbaren Narben. Okay, jetzt müssen wir uns wahrscheinlich diese Herausforderer angucken. Sorry. Ich bin auf der Jagd. Okay. Also der hier ist es schon mal, oder? Sichtbare Narben oder sonstige Zeichnungen. Ich nehme mal an, das ist eine Zeichnung. Oder? Das ist eine Zeichnung. So, dann haben wir noch den kühnen Herausforderer. Entschuldigt. Oh, weia. Ich muss mich beeilen, sonst kommt der Spion. Ist das so? Kann ich hier scheitern, wenn ich zu viele Fragen stelle? Also ich schaue mir jetzt den kühnen Herausforderer noch an. Und wenn der eine Glatze hat, dann wissen wir ja, wer es war. Das sieht nach Glatze aus, junger Mann. Okay. Der hat keine Glatze. Der hat keine Zeichnungen. Ich nehme mal an, Zeichnungen steht auch für... Der Volk, ne? Zeichnungen steht auch für das, was der da im Gesicht tätowiert. Kriegsbemalung, Gedönse. Also kann es nur der eine sein. Und den werden wir jetzt hier enttarnen. Und dann findet uns der die ganz dufte. Und dann gibt er uns eine ganz tolle Belohnung. Und greift uns nicht an. Habe ich gehört. So, also der muss es sein, ne? Hat der ein Schwert? Nee, das ist kein Schwert. Kacke. Der Spion hat ein Schwert. Das ist kein Schwert. Also doch der. Also doch der. So. Junger Mann, Sie sind der Spion. Ich habe Sie gefunden. Duell, los! Ah, in voller Montur darf ich das machen, das ist geil. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verlesen und der hat eine Glatze. Dann haben wir ein Problem. Das wäre mir jetzt peinlich, wenn ich diesen unschuldigen Mann hier im Duell besiegt hätte und er wäre gar nicht der Spion gewesen. Oh, der hat gesessen. Heidewitzka. War das der Richtige? Kacke. Ich glaube, ich habe... Ernsthaft? Hat keine Glatze, hat ein Schwert bei sich. Der hatte ein Schwert bei sich, hatte keine Glatze. Hä? 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 Was? Nochmal. Moment. Da gab es doch nur drei Herausforderer.
keine Glatze, hat ein Schwert. Der andere hatte ein Schwert bei sich. Keine sichtbaren Narben oder sonstige Zeichnungen. Ja gut, der hatte halt Tattoos, aber sonst keine Narben. Also irgendwie fühle ich mich jetzt ein bisschen veräppelt. Aber wer war es denn jetzt dann? Ah, bestimmt schreibt ihr das in die Kommentare. Das war's wieder. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Derti hasst mich jetzt. Es gibt Krieg. Macht's gut. Ciao.